Es ist soweit. Ich schalte jetzt die Aufnahme ein. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Halb elf genau. Ich trinke jetzt ein Glas Wasser mit 6 Gramm Caratillo. Das ist ein mexikanisches Gift. So, in einer halben Stunde wird alles vorbei sein. Ich stelle dir den Wecker jetzt auf 23 Uhr. Nach meinen Berechnungen werde ich ihn nicht mehr läuten hören. Der Tod muss ungefähr in einer halben Stunde eintreten. Die Aufnahme läuft. Sie nimmt meinen Monolog auf, den Monolog des Sterbens. Ich habe keine Angst. Puls. Normal. 20. Ungefähr 20 in der Viertelminute. Das Herz arbeitet regelmäßig. Noch keine Veränderung. Später wird man es Selbstmord nennen. Aber es ist kein Selbstmord, es ist ein wissenschaftlicher Selbstversuch. Allerdings mit tödlichem Ausgang. Ach, sollen Sie doch denken, was Sie wollen. Ich werde versuchen, die Wirkung von Caratillo an meinem Organismus zu beobachten. Bis es soweit ist. Caratillo ist ein mexikanisches Gift. Ich habe berechnet, dass 6 Gramm davon den Tod herbeiführen müssten. In dieser Zeit hier soll die Aufnahme Zeuge meiner Reaktion, meiner Reflexion und Wahrnehmung sein. Jedenfalls will ich mich kontrollieren, solange ich kann. Ich bin allein in meinem Zimmer. Das Haus ist leer. Türen und Fenster sind verschlossen. Die Rollläden sind heruntergelassen. Das Telefon ist im Nebenzimmer. Den Schlüssel habe ich weggeworfen. Ich kann nicht hinein. Es gibt also keine Hilfe. Vielleicht, wenn der Tod kommt, dann werde ich vielleicht schreien. Aber es wird mich niemand hören. Es gibt keine Rettung mehr. Seit 4 Minuten strömt das Gift mit dem Blut durch meine Adern.
Und jeder Herzschlag ist ein Stoß, der mich dem Ende näher bringt. Ich habe alles geordnet. Es war nicht viel. An meine Schwester habe ich vor 2 Stunden einen Brief abgeschickt. Ich will, dass sie zuerst hier ist. Vor der Polizei. Ich will nicht, dass die Polizei sich einmischt. Die Polizei, die soll sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass im Sterben die Bilder der Vergangenheit lebendig werden. Ich will aber nicht an meine Kindheit erinnert werden. Ich war einsam. Nur die Sehnsucht war da. Ich wusste nie, wonach. Ich wusste nur, dass sie immer da war. Nach dem Tod? Ich wusste es nicht. Und je älter ich wurde, desto fremder wurden mir alle. Meine Eltern, meine Freunde, ja, sogar meine Mitschüler. Eine Zeit lang, da gab ich mir Mühe, so zu sein wie sie. Ich lernte wie sie, ich redete wie sie, ich aß wie sie, ich schlief wie sie. Aber ich träumte anders. Nein, es gelang mir nicht, so zu sein wie sie. Vielleicht waren die Träume daran schuld. Das, was ich dann später in der Wirklichkeit erlebte, war leer im Vergleich zu meinen Träumen. Aber es gab einen Traum, der häufig wiederkehrte, bis dann die Sache mit meinem Bein passierte. Ich träumte von meinem Großvater, der in Litauen geblieben war. Ich träumte davon, wie er schwer verletzt im Schnee lag. Ich träumte, wie ich ihn auf meinen Schultern durch die weiße Landschaft schleppte. Und ich träumte, wie mich Schüsse trafen, wie ich ihn liegen lassen musste, wie er vom Schnee zugeweht wurde. Und ich träumte, wie ich mein halb zerfetztes Bein hinter mir herzog. Später dann hatte ich einen Autounfall. Mein linkes Bein wurde eingegipst. Ich lag lange im Krankenhaus. Seitdem habe ich immer wieder Schmerzen. Ich spüre so eine gewisse innere Unruhe. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Puls. Ist immer noch normal. Nur ein leichter Schmerz im linken Fuß. Aber das kann auch Überanstrengung sein. Ich habe in den letzten Tagen ein kaputtes Bein ein bisschen strapaziert. An der Universität. Da begegnete dich dein Professor Höller. Und er glaubte ich, ein richtig guter Arzt werden zu können. Also nicht so wie die anderen mit der Jagd nach der eigenen Praxis und dem großen Wagen. Nein,
Ich wollte in die Tropen gehen. Raus aus Europa. Manchmal, wenn ich mit Professor Höller alleine war, wenn ich ihm bei seinen Versuchen assistieren durfte, ich werde meine Jacke ausziehen, mir wird so warm. Also, wenn ich ihn bei seinen Versuchen assistiert habe, da sah er mich manchmal lange an. Und er erzählte mir von seinen Träumen. Ich meine, er war schon ein alter Mann und ein berühmter Wissenschaftler. Aber er sprach zu mir immer wie mit einem Kollegen, wie mit einem Freund. Aber vielleicht waren es auch keine Träume, von denen er mir erzählte, denn er sprach vom Einsamsein und dass er im Grunde sein ganzes Leben lang allein gewesen war. Er sprach davon, dass wir das, was wir wollen, noch niemals erreichen, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen 20 und 70, zwischen Leben und Tod. Nur eine Summe an Zeitlichkeit. Ich habe ihn damals nicht immer richtig verstanden. Auch heute frage ich mich immer noch. Bin ich denn wirklich so anders? Ich will es doch gar nicht sein. Ach ja. Doch. Da gab es etwas, das mich umwarf. Wenn ich nur etwas gehabt hätte, was mir Halt gegeben hätte. Wenn ich ein Gedicht hätte schreiben können oder ein Bild malen, in das ich meine Empfindung hätte bangen können. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nichts. Weder konnte ich ein Gedicht schreiben, noch ein Bild malen. Es ist jetzt 22.50 Uhr genau. Mir wird ein bisschen heiß. Meine Zunge wird trocken. Ich werde etwas Wasser trinken. Speicheltätigkeit vermindert. Puls. Fünfundzwanzig in der Viertelminute. Leichter Anstieg also. In den Füßen spüre ich ein leichtes Gefühl der Schwerelosigkeit. Erhöhte Distanz. Die Unruhe ist jetzt wieder ganz verschwunden. Mir ist, als ob ich Pervitin genommen hätte. Ich möchte jetzt rauchen. Wo sind denn meine Zigaretten? Ach ja, hier.
Und dann lernte ich Harrys Mutter kennen. Harry war mit mir auf der Universität. Seine Mutter lebte seit dem Tod ihres Mannes zurückgezogen. Sie war nur noch für ihren Sohn da. Als ich mich einmal verabschiedete, da strich sie mir mit ihrer Hand über mein Gesicht. Noch nie hatte eine Frau mich so berührt. Es verwirrte mich und es begann eine furchtbare Zeit, denn ich wusste, dass ich sie liebte. Ich redete mir immer ein, wie unsinnig es wäre, sie zu lieben, aber es half nichts. Ich wurde apathisch und konnte überhaupt nicht mehr richtig arbeiten. Manchmal war ich so verwirrt, dass ich noch nicht mal einen Satz logisch zu Ende denken konnte. Endlich war ich dann mal mit ihr allein. Ich muss sehr viel Unsinn und wirres Zeug gesprochen haben, denn zuerst verstand sie mich nicht. Ich war wie von Sinnen. Ich wollte sie küssen. Aber sie wehrte ab und schickte mich fort. Ich bin gegangen. Aber ich weinte. Ich weinte aus Wut. Ich weinte aus Wut. Mir wird heiß. Ich beginne regelrecht zu schwitzen. Die Haut sticht. Es rauscht in meinen Ohren. Kopfschmerz. Puls. Ist jetzt stark erhöht. Bestimmt 40. Durst. Oh mein Gott, was habe ich nur für einen Durst? Sekundenzeiger weiterspringt. Wie ein Raubtier. Harry ahnte nichts von alledem. Ich besuchte ihn oft, aber im Grunde überlegte ich nur, wie ich mit seiner Mutter allein sein konnte. Sie richtete es aber immer so ein, dass wir niemals mehr alleine waren. Ich war wie wahnsinnig. Ich arbeitete Tag und Nacht an der Universität und am Institut, um drüber wegzukommen, aber es gelang mir nicht. Ich wollte weg. Ich wollte weg. Irgendwohin ins Ausland. Wenigstens für einige Zeit. Aber ich kam nur bis Amsterdam. Und wieder waren die Träume da. Und wieder waren die Träume da, die mich quälten. Die mich quälten. Und nicht nur nachts. Ich lief ziellos durch die Straßen. Und sie erschreckten mich mit ihrem Gesicht. Es war wie damals bei dem Autounfall. Ich wusste, jetzt müsste irgendetwas passieren. Irgendetwas müsste jetzt passieren, ich wüsste nur nicht was. Ich wusste nur, dass irgendetwas passieren musste. Ich wollte Gewissheit haben. Endlich war ich mit Harrys Mutter allein. Ich erzählte ihr alles, ohne Umschweife. Ich ließ sie gar nicht zu Wort kommen. Sie sah mich an. Diesen Blick,
der mich schon am ersten Abend so verwirrt hatte. Als ich eine Pause machte, sagte sie leise, dass sie mich auch liebt, aber dass wir verzichten müssen und dass erst der Verzicht wirklich groß sei und dass ich noch vernünftig sein soll und so weiter, sprach sie, ich weiß nicht, was sie sonst noch alles sagte, ich weiß nur, dass ich zornig wurde. Und ich schrie, sie soll doch endlich damit aufhören. Das will ich ja jeden Tag hören, das mit der Vernunft. Und es muss doch einen Ort geben, wo es keine Vernunft gibt. Und es ist doch die Vernunft, die uns alle zu Krüppeln macht. Diese Scheißvernunft. Der Schweiß läuft mir schon über die Stirn. Die Haut beginnt zu schmerzen. Das Blut spüre ich jetzt ganz stark in meinen Armen. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Gesicht. Ich habe das Gefühl, als ob mein Gesicht platzt. Mein Gesicht ist ja ganz rot. Ich muss den Puls messen. Der Puls, ich kann den Puls nicht mehr zählen. Ich kann ihn überhaupt nicht mehr zählen. Starker Druck auf der Blase. Ich muss aufstehen und Wasser lassen. Die Beine, ich kann die Beine überhaupt nicht mehr nachziehen. Die Beine sind zu schwer. Jetzt fängt die Lähmung an. Meine Zunge ist so trocken. Ich habe das Gefühl, als ob sie anschwillt. Ich muss was trinken. Wo war ich denn vorhin? Ach ja, Harrys Mutter. Wie sagte der Professor damals zu mir? Es gibt überhaupt gar keinen Unterschied zwischen 20 und 70. Zwischen Leben und Tod, nur eine Summe an Zeitlichkeit. Ja, es gab nur den zeitlosen Augenblick. Und plötzlich, da stand sie vor mir, ganz nah, so schön. Oh mein Gott. Wie ich sie liebte. Und da schrie sie mir plötzlich ins Gesicht. Hier, das bin ich, die du liebst, wie du sagst. Sieh mich nur genau an. Ich bin alt. Ich bin hässlich. Ich bin eine alte Frau. Ich bin verblüht. Siehst du nicht, wie hässlich ich bin? Meine Haut ist faltig und grau. Und in meinem Gesicht nur Puder und glanzlose Augen. Siehst du nicht, wie hässlich ich bin? Siehst du nicht, wie abscheulich ich bin? Ekel lässt dich nicht vor mir.
Mir ist kalt. Mir ist ganz kalt. Ich werde mir meine Jacke wieder anziehen. Ist so kalt. Ganz plötzlich. Puls. Ganz langsam. 14 ungefähr. Schmecken Städtchen der Schmerz in der Herzgegend. Es kommt wahrscheinlich vom raschen Temperaturwechsel. Außerdem Schwindelgefühl im Kopf, Hämmern im Schädel, das sich verstärkt. Atmung gehemmt, Sehschärfe normal, Bewusstsein klar, Erinnerung ganz deutlich, es klopfte. Es war Harry. Wie sie Angst hatte. Wie sie mich anflehte, nicht die Tür zu öffnen. Wie sie dann selber aufstand und zur Tür rannte. Aber Harry war schon fort. Er hatte nur einen Zettel unter der Tür durchgeschoben. Als sie ihn las, wurde sie weiß im Gesicht. Sie schickte mich fort mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Ich zögerte. Dann schrie sie noch einmal gequält auf. Gehen Sie! Ich bin gegangen. Wir haben uns nie mehr wiedergesehen. Ein Brief hat sie mir noch hinterlassen. Ein Satz stand darin. Und auch der war in aller Eile niedergeschrieben. Wir dürfen uns niemals wiedersehen. Eine merkwürdige Ruhe ist plötzlich in mir. Ich fühle mich ganz wohl. Puls. Der Puls scheint normal zu sein. Ungefähr 22. Ja, ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr. Die Atmung ist auch regelmäßig. Vielleicht ist ja gar nichts geschehen. Ich habe mir das ja alles nur geträumt. Ich werde aufstehen und ein bisschen auf und ab. Oh Gott, meine Beine. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren.
Auch die Hände. Ach, die Hände werden so schwer. Oh mein Gott. Jetzt geht es los. Lähmung. Wie seltsam das ist. Eigentlich begreife ich gar nicht, was in mir vorgeht. Hoffentlich geht jetzt alles ganz schnell. Bei den Tierversuchen von Professor Höller haben sich merkwürdigerweise verschiedene Reaktionen nach der Einspritzung mit Caratherio ergeben. Auswirkung direkt zuerst vom Kopf her. Koma. Der Tod tritt in kurzer Frist ein. Lähmungserscheinung zuerst in den Füßen. Zuerst in den Füßen. Der Todeskampf dauert dann länger. Warum nehmen sich die Menschen eigentlich das Leben? Ich habe viele Protokolle und Polizeiberichte, wissenschaftliche Aufsätze und Statistiken darüber gelesen. In den meisten Fällen wirtschaftliche Not, unglückliche Liebe. Wahnsinn, Weltschmerz, Kurzschlusshandlung. Kleist. Ja, Kleist. Er ertrug diese Welt nicht mehr. Gagin. Den Schmerz um seine Geliebte nicht verwunden. Van Gogh. Die Dämonen zwangen ihn. Tracke. Der Tod aus Euphorie. Und Toller. Schrei nach Erlösung. Und später dann in den Zeitungen. Sprang von der Autobahnbrücke. Motiv unbekannt. Legte sich vor den Zug, Motiv unbekannt. Nahm Schlaftablett, Motiv unbekannt. Spritzte sich Gift, Motiv unbekannt. Unbekannt, unbekannt, immer unbekannt. Und ich, was wollte ich eigentlich? Ach ja, nicht umsonst sterben. Ja, richtig, das war es. Nicht umsonst sterben. Dieses Ticken der Uhr, das ist ja unerträglich. Dieses Ticken. Warum ist denn dieses Ticken so laut? Oh. Oh. Mein Körper ist nicht mehr mein Körper. Ich muss mit einer Nadel hineinstechen, die Schmerzempfindlichkeit zu prüfen. Eine Nadel. Ich habe keine Nadel. Ich werde den Stift nehmen. Und mir damit den Arm pieksen. Ich spüre keinen Schmerz. Ich spüre überhaupt nichts. Ich kann auch den Puls nicht mehr fühlen. Es ist doch nicht alles gut genug vorbereitet.
Blutdruckmesser fehlt. Dieses Ticken, jetzt fängt das Sausen in den Ohren wieder an. Oh, die Zeiger der Uhr, es gibt überhaupt keine Zeitlosigkeit. Es ist die Zeit, die uns alle tötet. Oh, dieses Ticken immer lauter. Oh, lieber Gott, muss ich denn jetzt sterben? Ich will doch gar nicht sterben. Es sind nur die Träume, die sterben sollen. Der von meinem Großvater im Schnee und von den Gesprächen mit Professor Heller und die Beinstumpf und wie ich sie küsste und wie ich mich an einen Tisch setzte und ein Glas Wasser trank mit 6 Gramm Caratilio. Oh, lieber Gott, muss ich hier sterben? Ich will versuchen, präzise zu formulieren, was in mir vorgeht. Mein Kopf ist so, als würde er gleich zerspringen. Was ist denn mit meinem Gesicht? Es ist ganz weiß. Auch die Lippen sind weiß überkrustet. Die Augen. Ich sehe schwarze Kreise. Skotome. Die Hände, sie liegen da so, als würden sie nicht zu mir gehören, wie zwei fremde Gegenstände. Ich will aufstehen, ich will mich hinlegen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Was soll denn eigentlich dieses ganze wissenschaftliche Geschul? Warum ist denn mir das jetzt alles scheißegal? Ich